Wir kommen wieder zum Bike. Und zwar gehen wir ab in den Wald mit dem Silan Rock Fly 10. Ja, auch das ist ein E-Mountainbike. Silan ist eine Schweizer Marke. Die machen Velo seit 20 Jahren, werden in der Schweiz designt. Und was an diesem Velo ganz, ganz, ganz speziell ist. Neben der Farbe. Also Farbe, ich finde sie super. Ja, was an diesem Velo ganz speziell ist, ist, es hat vorne ein 29 Zoll Rad verbaut und hinten ein 27,5 Plus. Müssen wir vielleicht schon unseren Zuschauern sagen, umso grösser die Zahl bei den Rädchen sind, umso grösser bzw. ist der Durchmesser von dem Rad. Jetzt die Frage natürlich, Velo, die vorne ein grosses Rad haben und hinten ein kleines, das kenne ich von den Easy Rider Bikes, wo sie dann so drauf sitzen. Aber auf dem Velo, wieso? Was ist der Grund? Ja, also, es hat sich in den letzten 10 Jahren bei diesen Mountainbikes extrem viel getan. Früher ist man 26 Zoll gefahren, mittlerweile eben bis zu 29 Zoll. Es gibt schon 29,5 plus. Also die Rad werden immer grösser. Das heisst, sie rollen besser über das Hindernis. Du hast durch das mehr Pneu am Boden. Das heisst, mehr Grip. Und es gibt einfach extrem Sicherheit. Man kann natürlich auch ein bisschen schneller fahren, man fühlt sich sicherer. Aber durch das werden die Velo auch länger und ein bisschen weniger wendig. Und mit dieser Lösung, vorne gross, hinten klein, finden wir jetzt eigentlich den Kompromiss, wie man eben gleich Sicherheit, gute Hindernisüberwindung und gleich Wendigkeit kann in ein Velo verpacken kann.